Fachgericht mit dem Olympiasieger Andreas Züllow. Sportfreund Neumann. Ja, auf diesen Kampf Andreas Züllow gegen Jörg Heidenreich haben die Zuschauer hier in der Rostocker Sport- und Kongresshalle gewartet. Den Olympiasieger bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Und er ist ja auch ein exzellenter Boxer. Will sich heute seinen 6. Meistertitel im Leichtgewicht erkämpfen. Im Leichtgewicht Limit 60 Kilogramm treffen aufeinander. In der roten Ecke Andreas Züllow, SC Dracula Schwerin. In der blauen Ecke Jörg Heidenreich, SC Chemie Halle. Ringfrei zur ersten Runde. Box! Züllow und Heidenreich kennen sich beide sehr gut, trafen im Sommer beim Finale des TSC-Boxturniers aufeinander. Da gewann Züllow souverän nach Punkten. Dann bestritten sie auch gemeinsam die WM-Vorbereitung für Moskau. Da boxte Jörg Heidenreich allerdings im Federgewicht, verlor da im Viertelfinale gegen den kubanischen Meister Arnaldo Mesa. Andreas Züllow, das wissen Sie, wurde Vize-Weltmeister, verlor denkbar knapp gegen Julio González aus Kuba. Box. Das war schon ein toller Kampf und ich denke, der Andreas hat sich für die Zukunft noch weitere solche Erfolge vorgenommen. Ja, das sind die ersten Punkte für Züllow mit der langen linken Führungshand. Jörg Heidenreich versucht außerhalb der Distanz zu bleiben und dann blitzartig mit der rechten Führungshand unter den Schlag hinzukommen. Er muss vor allen Dingen vermeiden, diese vielen langen Führungshände von Züllow zu stecken. Er muss beweglich sein, schnell auf den Beinen und enorm reaktionsschnell. Aber Sie sehen selbst, das sagt sich so leicht dahin. Die Praxis sieht dann meist doch anders aus. Andreas Züllow ist ein cleverer Mann und er weiß seine Reichweitenvorteile natürlich auszunutzen. Nahkampf nicht viel zu. Eine souveräne erste Runde für Andreas Züllow, sicherlich mit Punktvorteilen für ihn. Aber Jörg Heidenreich versucht hier, den Kampf weitgehend offen zu halten. Andreas Züllow ist 24 Jahre alt. Auf sein Konto kommen insgesamt 215 Kämpfe, davon 182 Siege, 32 Niederlagen und ein Unentschieden. Er ist fünffacher DDR-Meister, gewann 1986 Bronze bei der Weltmeisterschaft, wurde in diesem Jahr Vize-Weltmeister und 1988 Olympiasieger. Trainer Fritz Stolenk. Tja, da hatte es Hallensprecher Hans May schwer, alle Erfolge des Schweriners in dieser einminütigen Kampfpause unterzubringen. Ringfrei zur zweiten Runde.
Und auf geht's zur zweiten Runde. Jörg Heidenreich hatte ein schweres Programm zu bewältigen, um in dieses Finale zu kommen. Im ersten Kampf gewann er denkbar knapp mit 16-15 nach Punkten gegen den Berliner Dynamo-Boxer Dirk Hesebier. Dann im Halbfinale schlug er überraschend den Junioren-Vize-Weltmeister Markus Bayer, auch nach Punkten in einer enorm starken dritten Runde. Und da konnte man auch für dieses Gefecht heute einiges erwarten vom jungen Hallenser. Halle ja mit zwei Finalisten. Wir sehen nachher noch René Svetovius im Schwergewicht. Siegfried Behnert nicht dabei, das wissen Sie. Aber hier wird es natürlich schwer. Das sieht auch Hans-Jürgen Witte, der Trainer von Jörg Heidenreich. Fühlt bei jedem Schlag mit. Ein leichter Gang ist das nicht für Andreas Zülow. Da sehen Sie es. Auch Heidenreich trifft mit der rechten Führungshand. Die Punktrichter können ja nach jeder Runde auch einen Punkt für Technik, Taktik vergeben. Das ist eine Neuheit. Das wurde hier in unserer DDR-Punktmaschine berücksichtigt. Dieser Technik-Taktik-Punkt entspricht zwei Treffern und das kann schon eine Menge ausmachen. Allerdings müssen dann mindestens drei Punktrichter diesen Treffer, diesen Punkt eingeben in der Rundenpause. Diese zweite Runde war offener, aber nach Punkten dürfte Andreas Züder noch vorn liegen. Jörg Heidenreich ist 21 Jahre alt. Von 160 Kämpfen gewann er 135 und verlor 25 Begegnungen. Auf Platz 3 bei der Juniorenweltmeisterschaft 1985, DDR-Vizemeister 88. In diesem Jahr 2. Platz beim TSC-Turnier in Berlin und Gewinner des Turniers in Plovdiv. Trainer Hans-Jürgen Witte. Ring frei zur dritten Runde. Andreas Zülow bleibt konsequent lang. Viele Fachleute sagen ja ohnehin, dass mit der Einführung der Punktmaschine solche Boxer wie Andreas Zülow etwas im Vorteil sind, weil ihre geraden, akzentuierten Schläge natürlich auch leichter zu sehen sind und meist auch von den Punktrichtern gleichzeitig eingegeben werden. Im ersten Kampf konnte ja Andreas Zülow gegen Pascal Steinmetz von Chemie Halle mit 32-4 gewinnen, also nur 4 Treffer in 3 Runden. Das war schon ein erstaunliches Resultat. Spricht auch für die Deckungsqualitäten des Schwerins.
ja nur eine Reaktionszeit von einer Sekunde. Und wenn Sie in dieser einen Sekunde den Treffer nicht eingeben, dann kann es sein, dass auch einiges verloren geht. Da müssen die Herren in Weiß sicherlich genauso aufmerksam zuschauen wie hier Hans-Jürgen Witte. Punkten dürfte Andreas Zühl unheilbar, uneinholbar vorn liegen. Aber ich glaube nicht, dass Jörg Heidenreich ihn hier mit der linken Schlaghand überraschen kann. Stopp! Stopp los! Putz! Ein sauberes Gefecht. Wir sahen ja überhaupt sehr interessante und auch sehr niveauvolle Kämpfe bisher. Und auch das war ein blitzsauberes Gefecht. Und da hat sich Andreas Zühler auch für die kommenden Aufgaben im nächsten Jahr dann mit dem Challenge Cup am 4. März in Berlin-West schon angeboten. Der sechste Meistertitel für Zühler, da gibt es wohl keinen Zweifel. Und viel Applaus auch für Jörg Heidenreich. Die Auswertung geht da jetzt sehr schnell. Im Prinzip gleich nach dem Schlussgong liegt das Endresultat vor, wird ausgedruckt. Hier noch einmal eine Szene, sehr schön die rechte Hand aus dem Gegenangriff heraus. Bittet die beiden zu sich. Rote Ecke, Andreas Zülow, SC Dachlöhr, Schwerin. Ganz klare Sache, wie erwartet mit 48:15 gewinnt der Olympiasieger Andreas Zülow den Meistergürtel. Wir haben Gelegenheit noch für...